Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt hier leider Mike verloren. Das ist ein bisschen traurig. Und nicht gerade viel Munition bekommen. Es ist ein bisschen doof jetzt. Okay, wir sind aber auf jeden Fall jetzt gleich an unserem Ziel. Da oben können wir nochmal speichern. Das werden wir dann auch machen. Alter, dieses Inventar, ne? Ich muss hier nochmal kurz nachladen. So, dann haben wir jetzt hier genügend. Das heißt genügend. Man kann nie genug Munition haben. Aber, was haben wir gelernt? Immer einen Raketenwerfer dabei haben. Der wirkt Wunder. So, wir sind jetzt hier. Oh, das war Doppelklick, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir natürlich keinen Mike, ne? Das heißt, wir müssen uns jetzt durch die Dings... Ada. Leon, you okay? Yeah. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Oh, ich hätte jetzt schwören können, das Spiel geht noch mal 5 Stunden länger, weil wir jetzt mit Ada weiterspielen. Aber okay, dann halt nicht. Was ist jetzt hier Gruseliges? Erstmal speichern. Das ist erstmal wichtig. Immer erstmal Runde speichern. Ne? Wir haben jetzt schon 70 Mal gespeichert. Kapitel 5.4 sind wir, okay. Was ist denn da drin? Egal, ich hab's erschossen. Eine Folterbank und gelbes Kraut. Das ist doch geil. Kombinieren. Okay, die Vibrations auf meinen Ohren, die machen mir ein bisschen Angst. Oh nee. Verpiss dich! Ich hab diesen Thermoscheiß da nicht, oder? Ich weiß nicht, ob man überhaupt Thermoscheiß zu nehmen kann. Ich versuch mal was. Thank you.
will auch meine gesamte Munition nicht wieder für diese Scheiße opfern. Okay. Okay. Dann halt so. Auch nicht schlecht. Ist das irgendwie Kerkergefängnis oder was soll das sein? Guck mal, rotes Kraut. Ey, passt doch, geil. Mal gut, dass ich das noch nicht... wir kombinieren das von hier oben. Kombinieren. Also man hätte das Ding auch einfach links liegen lassen können. Ich glaube, es hätte auch funktioniert. Aber zwei Granaten und zwei Brandgranaten funktionieren genauso gut. Und dann könnt ihr singen, wir bringen euch Fire. So, weil ich wollte jetzt nämlich nicht meine Dings hier opfern. Das wäre ein wenig fail gewesen. Okay, noch haben sie uns nicht gesehen. Ein Dicker! Nein. Guck mal, schon wieder so ein komischer Bug. Oder? Ich räuche euch jetzt aus, ihr kleinen Ficker. Jetzt reicht's mir, jetzt raste ich aus hier.
Okay. Bin jetzt komplett getroffen? Ich glaube nicht. Doch, habe ich. Dann geht er jetzt auch mal drauf. Endlich, ey, Sackratte. So. Wo ist jetzt noch wer? Irgendwo muss noch einer sein. Jetzt haben wir ein bisschen Munition jetzt hier, ey. Ja, danke. Oh, jetzt habe ich da nochmal drauf gedrückt. Na gut. Endlich. Endlich diese Musik weg. Und mal wenigstens ein bisschen aufgeräumt hier. Das finde ich super. Da hinten ist ein Koffer. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Sehr schön. Pumpegun-Munition aus. Und Gold. Oh, sehr schön. Die kann ich gut gebrauchen. Ja, dann nimm sie doch einfach, Alter. Muss ich ernst... Oh, Alter, jetzt muss ich da auch noch auf diese grünen Dinger drücken. Oh, als wenn das nicht reicht. Einfach... Warte mal, hier liegt noch was. Guck mal.
Hätten wir sonst fast übersehen. Ich kann hier bald so einen Handel mit Leben aufmachen. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich habe hier einen ganzen Biss voll. Weißt du, so eine Scheiße hätte man sich auch sparen können, um ehrlich zu sein. Weil das ist wieder so unnütz. Warum auch nicht? You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Ja, irgendwie... Okay. Hat das nicht so viel gebracht, der Settler. Aber wir haben Ashley wieder bei uns. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ich bräuchte nur... Ach, guck mal, meine Träume und Wünsche wurden erfüllt. Ein Händler, das ist sehr gut. Gibt's da noch was zum Speichern? Louis Notiz 5. Vom Beginn der Forschung an haben wir nach einer Methode zur Sicherung und praktikablen Beseitigung der Plagers gesucht. Ironischerweise hat sich herausgestellt, dass es bei dieser Forschung nicht um die Beseitigung der Plagers aus den infizierten Körpern ging, sondern darum, eine Methode zu entwickeln, die das Entfernen verhindert. Schließlich fanden wir heraus, dass die Plagers entfernt werden können, wenn man sie bestimmter Strahlung aussetzt. Aha. Der einzige Nachteil dieser Methode ist, dass sie sehr schmerzhaft ist. Da die Plagers sich an die Nerven haften,
besteht das Risiko, dass das Bewusstsein des Wirtes dadurch beeinträchtigt wird. Eine weitere erwähnungswerte Fakt ist, dass die Prozedur den Wirt töten kann, wenn die Plagas adultes Stadium erreicht haben. Wenn man sich die Alternative überlegt, ist das aber vielleicht gar nicht so schlimm. Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitergehen, nehmen wir erstmal das Crowd hier, geben unsere Kohle beim Händler aus. Welcome. Got a selection of good things on. Also jetzt verkaufen wir erst noch mal ein paar Sachen, weil wir haben hier so viel Kram. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. So, Sturmgewehr, Magnum-Munition können wir verkaufen. Is that all? Auch nicht. Thank you. So, kaufen. What are you buying? Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Raketenwerfer. Strange. Den werden wir auch kaufen. Da kommt nichts bei rum. Und zur Not verkaufe ich hier einfach so ein bisschen nochmal. Und jetzt möchte ich gerne nochmal den Dings tunen. Den, das Sturmgewehr halbautomatisch. Da haben wir jetzt auch nochmal Feuerkraft. 14. Nicht genug Cash. Ich würde gerne die Spezialfähigkeit davon kaufen. Vielleicht kriegen wir es hin. 40, 50. Ich weiß nicht, ob wir so viel kriegen. What are you selling? Ja, alle will ich nicht. Ich würde. Ah. Thank you. Reicht das zum Tun? Ich weiß es nicht. Weil wir brauchen die Kohle jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr. Is that all? Thank you. Verdammt. What are you selling? Wir verkaufen noch ein bisschen. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Sollte es reichen, tunen? Halbautomatisch. Is that all? Thank you. 80.000, exklusiv. Not enough cash, stranger. Come back. Wie sieht unser Inventar aus? Ist um einiges geschrumpft. Ich würde sagen, weiter machen wir das nicht, weil. Oh, ich würde es aber gerne mit. Oh, das ärgert mich jetzt. Komm her, ich riskiere das jetzt. Ich riskiere das jetzt. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Ja, es reicht nicht. Ich brauche 80.000. Ich brauche 80.000. Ich könnte. Schrott brauche ich auch. Nee, das reicht leider nicht. Schön wäre es gewesen, aber nö. Kann ich hier irgendwo speichern? Nö, irgendwie nicht. Na gut, dann würde ich sagen, von da sind wir gekommen. Gehen wir mal weiter. Ja, war ja irgendwie klar, Alter. War ja irgendwie wieder klar. Warum auch nicht? Was nehmen wir denn mal? Nimm mal die Pumpe.
voy a matar. Willst du auch? Oh, vielleicht erhalten wir noch ein bisschen was. Mal gucken. Bei 80.000 wird schon schwierig. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja, ja. Oder können wir auch kommen? This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Okay, Kapitel, nun das letzte Kapitel steht da. Wir speichern auf jeden Fall mal. Und das passend, wir können dann sofort auch noch die Folge beenden, das ist ganz cool. Ja, ich würde sagen, liegt hier noch irgendwas rum? Nö, ne? Wir sind auf jeden Fall plagersfrei, das ist schon mal gut. Und ich nehme mal hier wieder meine Knifte. Und dann würde ich sagen, ja, dann auf zur letzten Folge. Achso, ich sollte mich mal dazu blinden. Ich gucke, da bin ich. Auf zur letzten Folge. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zur letzten Folge. Gleich. Tschüss.